Hallo und herzlich willkommen bei der Nische, der Seite über die wichtigsten Belanglosigkeiten der Welt. Brett- und PC-Spiele, Musik sowie Filme stehen im Fokus dieses Podcasts, auf den die Welt sicher nicht gewartet hat. Und jetzt geht's auch schon los mit dem Becky, Kev und Flo. Den wir haben, der geht nämlich eigentlich relativ schnell. Ich will nur, damit klar ist, was wir damit meinen, nicht, dass es eine Doppelung vom ersten Punkt eigentlich ist. Also wir wollten ein bisschen noch darüber philosophieren, wie es die einzelnen Spiele schaffen, und jetzt, das ist nämlich der Schwerpunkt, einen dynamischen Dungeon zu generieren. Nicht einfach nur im Sinne von, ich ziehe teils vom Dings runter und dann ist das ja irgendwie ein neuer Map-Aufbau, sondern da geht es schon auch um die Auswirkungen, inwiefern sich das auch so anfühlt, als ob da was Dynamisches passiert und ob es eine Rolle spielt, wie ein Kerker aufgebaut ist. Und da werden wir in Ansätzen auch darüber sprechen, inwiefern da noch Berechenbarkeit von Monstern zum Beispiel da eine Rolle spielt. Und um das mal klarer zu machen, da sind wir nämlich ursprünglich von hergekommen, damit es ganz schnell geht, ist nämlich, und das bezieht sich ja eher auf die Koop-Crawler an und für sich, die D&D-Spiele, die wir am Anfang schon genannt haben, schaffen nämlich genau das nicht. Es ist kein dynamischer Kerker, sondern meiner Meinung nach komplett austauschbar. Wird unterstützt dadurch, teils spielen keine Rolle, und B, Monster kommen jedes Mal, wenn du aufdeckst, und zwar immer eins, und das Monster aktiviert sich auch sofort. Das heißt, repetitiv at its core. Und in der Regel immer gleich. Und vor allen Dingen, dann sind die Skripts auch noch immer gleich. Das heißt, das Spiel versagt dahingehend auf ganzer Linie zum Beispiel. Ja, Dynamik wird sich auf jeden Fall anders geschrieben, das stimmt wohl, ja. Ich weiß nicht, ob wir da wirklich noch viel zu sagen müssen, weil ich glaube, das haben wir eigentlich durch. Wir haben es eigentlich abgearbeitet, ja. Vor allem, wir haben es ja vorhin schon ein bisschen genannt, wie es ein Brimstone und so auch ja macht. Also ich glaube, da ist schon klar, was eigentlich ein guter Dungeon ausmachen würde. Und ich meine, sind wir auch ganz ehrlich, so richtig dynamisch ein Generieren, haben wir ja auch festgestellt, schafft es auch keins von denen. Ich meine, Brimstone versucht schon, die Anlagen werden da, aber das ist trotzdem auch nicht so der Überhit, ne? Eins schafft's. Also für mich schafft es, ja, auch nur begrenzt, aber von allen, die wir haben, macht es, finde ich persönlich, macht es Maschine Arcana immer noch am besten. Woran machst du das fest? Es ist zum einen dieser Dungeon-Aufbau, der sich ja während dem Spiel auch immer wieder ändert, weil sobald du das vierte Teil betrittst, fällt dir der Anfang wieder weg. Das heißt, du kannst nicht wieder zurückgehen. Das heißt, du hast immer wieder eine Veränderung drin. Klar, so das gleiche Problem, dass du da wieder ähnliche Monster immer hast. Du hast ein vorgegebenes Preset an Monstern, die auch immer ähnlich agieren. Aber du hast einen random Dungeon, der nicht im Vorfeld festliegt, der sich auch noch währenddessen verändert. Wobei aber die Tiles von Maschine Arcana, ich möchte mich jetzt arg täuschen, aber haben die sich so unterschiedlich angefühlt? Ich fand jetzt ja persönlich nicht unbedingt hundertprozentig, ne? Ja, ich finde schon, also wenn du da Gruben und so hast, das wirkt sich schon aus. Also das wird da auch am besten, besten designt. Wo sind die Eingänge, wo sind die Ausgänge, wo sind die Monster-Spawns? Also da finde ich es immer noch, klar, noch nicht Optimum, aber ich finde es noch am besten gelöst aus der Koop-Ecke. Also wenn es vor allen Dingen Entschuldigung. Wobei ich bei einem Maschine Arcana halt finde, warum es da wieder so für mich ein bisschen die Dynamik raushaut, ist, dass man sich zu lang zum Teil in Räumen aufhält, was sich bei mir dann stark auswirkt. Deswegen habe ich nicht so das Gefühl, als ob es so dynamisch ist. Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl, ich bin immer im selben Raum, und das ist dann so ein bisschen schwierig. Ja, halt. Effektiv auch. Ja, eben, deswegen, also von daher, das ist so mein Knackpunkt. Aber wie gesagt, du wolltest auch gerade noch was sagen? Ja, also ich würde auch sagen, wenn es um die zwei Spiele geht, die es am besten machen, dann würde ich prinzipiell sagen, dass es Brimstone und Machina sind. Also für mich, das ist aber vielleicht, trenne ich es da auch nicht stark genug. Vielleicht übersetze ich auch dynamisch eher mit lebendig, womit es ein Problem ist. Aber Brimstone macht für mich den Kerker dahingehend am greifbarsten, weil es so geile, abstruse Kombination von Events gibt, dass auf einmal ein ganzes Teil verseucht ist, dass du da gar nicht durchkommst, sonst haut dich halt Sanity weg oder halt die Wunden stehst du halt nicht durch, also drehst du nochmal um, dann hast du dann nochmal einen, durch diese, also ich finde diese Stufung einfach bei Brimstone so cool, dass du halt erstmal einen Teil ziehst,
dann legst du den Dungeon, das Dungeon-Teil dahin und dann kommt ja das Token drauf, was du dann flippst, also du hast quasi eine Doppel-Exploration darin und weißt dann halt nicht, okay, was steht auf dem Token dann zum Beispiel drauf. Und dann die Kombination entsprechend aus zum Beispiel einem Ambush von Monstern plus dann halt noch zwei Encounter-Karten und dann gehen noch Ausgänge zu und so. Das ist einfach nicht ersetzbar. Deswegen ist für mich Brimstone da nicht nur ein bisschen besser, sondern klar besser als Maschine. Weil es halt diese Doppel-Exploration drin hat. Da gebe ich dir vor allem auch recht. Also zum Beispiel jetzt, gerade wenn man, wie du sagst, lebendig mit in dynamisch reinnimmt, dann hat Brimstone auch zum Beispiel viel, viel mehr. Also das merkst du ja gerade im Vergleich zu einem Dungeon, zu einem D&D-Spielen, ne? Ja, ich meine, auch die Encounter von einem Drizzt machen ja schon einiges. Also die fühlen sich ja dann schon entsprechend ein bisschen variabler an. Aber im Vergleich zu einem Brimstone stinkt das halt immer noch ab, ne? Weil wie du sagst, ey, ich meine, ich kann mich an so viele Situationen erinnern, wo man gesagt hat, Alter, wir können jetzt zurück. Nein, fuck, da fallen sonst wieder Steine vom Himmel. Oder ja, hier, ja, genau. Wie du sagst, was verseucht. Okay, da können wir auch nicht durch. Aber scheiße, wir müssen weg, wir sterben gleich. Und es war super schön, weil du halt dann wirklich auch so Bedrängnisgefühl halt auch erlebst, finde ich halt auch zum Teil. Das ist halt so das Schöne an dem Brimstone-Dungeon. Und das finde ich, kann man dem Spiel auch wirklich nur zugutehalten. Das macht's schon relativ schön. Also das Einzige, wo das Problem ist, die Dynamik leidet halt, also dann kommt's wieder, also das ist so ein bisschen das Problem. Hm. Ich finde, der Dungeon bei Brimstone ist wirklich so der lebendigste, weil du wirklich nie genau weißt, was dir hinter der Ecke richtig in die Fresse haut. Und diese Encounter, die sind ja erstens sensationell vom Text her, weil du teilweise auch Entscheidungen triffst oder teilweise müssen alle eine Probe machen. Dann kannst du auch entscheiden, ziehst du den Hebel links oder gehst du den Schienen entlang rechts. Allein das finde ich schon richtig geil, weil es halt quasi so ein bisschen Arkham-Encounter reingepackt sind in den Crawler. Plus, dass sich ganze Teils dann auf einmal verändern durch halt Sanity-Effekte und Co. Und jetzt habe ich meinen Punkt verloren. Genau. Was aber das Problem an Dynamik ist, ist halt, dass das Kampfsystem, jetzt die Erweiterung noch rausgenommen, halt leider so ein bisschen sehr statisch manchmal ist, ne? Also wenn der Ambush kommt, alle stehen nämlich herum, dann ist erstmal keine Bewegung drin. Das Fiese daran ist nur, dass es dann trotzdem halt teilweise dann, so absurd das klingt, trotzdem dynamisch anfühlt, weil du sagst, fuck, jetzt haben wir eine fiese Kombination aus eh schon einem Monster-Spawn gehabt, dann noch einem Tentacle-Encounter, die von der Decke sich abseilen, und dann ist das Teil noch vergiftet. Dann hast du halt die Mörder-Kombo, wo du sagst, okay, wenn wir jetzt nicht hier weggehen, dann kannst du halt dich von deinem Saloon-Girl schon mal trennen. Ja, genau, vor allem Saloon-Girl, was ja so viel aushält, genau. Ja, mit seinen 5 Handout-Free-Pistols. Also insofern, wenn ich da eine Entscheidung treffen muss, ist für mich klar, Brimstone, klar, Platz 1. Vom Dungeon auf jeden Fall, ja, da kannst du auch gar nichts sagen, steht komplett außer Frage. Und die OL-Spiele schaffen das halt so, auch so wie Doom mit durch die Wiederspielbarkeit, die begrenzt ist, halt überhaupt nicht. Und auch ein Level 7 fand ich da, auch wenn es einen coolen Ansatz hatte mit den Karten, keine Chance. Sehr, sehr mäßig dann halt, na gut. Ich glaube, das ist auch schon alles zu dem Punkt, es sei denn, ja, du hast da noch was. Das war reicht vollkommen. Eigentlich alles. Wir haben ja viel im ersten Punkt schon abgedeckt. Das nimmt sich ja da auch. Das sind ja so ähnliche Argumentationen. Wir müssen ja nicht noch 20 Minuten verschwenden mit einem Punkt und wir haben noch Tausende. Also von daher. Ja. Nein, dann, Quatsch. Wir haben jetzt ja schon so ein leichtes Substrat, dass wir bestimmte Probleme in einem Genre haben, wie Overlord-Crawler haben immer noch Balanceprobleme und es wird irgendwie nicht besser. Und das ist, was Flo ganz am Anfang mal sagte: manche Spiele fühlen sich halt nicht so schlimm an, wenn du gegen ein Spiel verlierst, aber gegen Overlord fühlt sich kacke an. Dann wäre ja mal eine provokante Frage, was euer Eindruck ist, ob denn kooperative Crawler diese Overlord-Crawler langsam ablösen? Also, ja, mach du. Ja, gut, dann hau ich gleich mal raus. Man hat so ein bisschen das Gefühl, allein von der Schlagzahl, wie viel in dem Genre jeweils erscheint, dass der Trend oder die Tendenz eher zu Koop-Spielen geht. Wow. Wir müssen jetzt ja auch Pause machen. Wir sehen das wieder in 2 Stunden. 2 Games, naja. Ich kann das hier mal einspielen. Aber ich glaube, es wird immer einen Markt für beide geben. Also ich glaube, dass wenn man die Resonanz anschaut, die einen Descent 2 immer noch hat und auch die Verkaufszahlen und auch die Fanbase, da ist eine solide Fanbase da, die eben das Spielerlebnis auch schätzt. Und ich glaube, deswegen werden die Coop-Crawler nicht die Overlord-Crawler verdrängen, sondern es wird einen Markt für beide geben. Es wird sich vielleicht noch differenzieren,
ein bisschen mehr. Vielleicht wird auch irgendwann die Co-op-Crawler schaffen, den Overlord wirklich anständig zu ersetzen. Tun sie doch. Stichwort, ja, aber vielleicht noch mit mehr Varianz zu ersetzen. Stichwort Apps oder so. Da ist er nimmt alle Punkte weg vorher. Da ist noch, naja, wenn du nicht immer sagen würdest, dass wir nicht die Punkte verrechnen, dann wüsste keiner, dass die Punkte noch kommen. Ah. Ah. Nee, aber ich glaube, das wird immer noch sowohl als auch gehen. Ja, wobei du jetzt ja gerade, also jetzt haben wir den Punkt auch schon angesprochen, weil gerade bei Descent, irgendwo muss ja aber auch eine Nachfrage, sag ich mal, dafür sein, dass man sagt, aber kooperativ ist anscheinend auch gefragt, ne? Ich meine, du hast es jetzt eben schon gesagt, eine App, es ist ja auch für Descent eine Entwicklung, ne? Ja. Von daher, ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher, ob nicht der Bedarf, also ob jetzt der Bedarf einfach nur aufgrund vom System her von Descent 2, das Leute halt einfach nur vielleicht geil finden und vom Fantasy-Setting und von dem, wie es an Sachen rangeht und dann sagen sie halt, gut, ist jetzt zwar halt ein Overlord-Spiel, wenn es ein Koop-Spiel wäre, wäre es aber geiler zum Beispiel, was ich mir gut vorstellen kann. Wie gesagt, nicht umsonst wird wahrscheinlich die App gerade entwickelt oder ist es schon entwickelt oder wie auch immer, die kommt ja... Wann kam sie? Soll, glaube ich, sogar diesen Monat noch kommen. Ja, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Läuft ja auch über Steam teilweise, also müssen wir mal gucken. Und von daher muss man ja schon sagen, also der Bedarf an Koop-Spielen ist auf jeden Fall größer. Merkst du ja auch schon allein, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, an der Kickstarter-Schlagzahl. Ich meine, wie viel Koop-Spiele kamen in den letzten 2 Jahren raus und wie viel Overlord-Spiele kamen in den letzten 2 Jahren raus? Das war noch nicht ansatzweise die gleiche Anzahl, oder? Jetzt ist aber die Frage, okay, ist das öffentlicher Bedarf? Oder liegt das einfach daran, dass man bei Overlord-Spielen eher das Gefühl hat, da können wir eh keine neuen Akzente setzen und im kooperativen Bereich ist prinzipiell mehr Bewegung drin? Naja gut, aber das ist ja trotzdem irgendwo fast dasselbe, ne? Weil man dann sagt, okay, wenn man nichts Neues mehr machen kann, dann ist ja auch der Bedarf natürlich nach Futter von dem auch wesentlich geringer, weil dann kann ich auch ein altes Spiel spielen, dann brauche ich kein neues mehr. Wenn du eh sagst, okay, es werden keine neuen Akzente mehr gesetzt oder können auch vielleicht gar nicht mehr gesetzt werden, je nachdem, das ist ja eine Frage von geht's oder geht's nicht, aber zumindest merkt man, dass im Koop-Bereich halt gefühlt mehr Innovation möglich ist und auch, wie gesagt, einfach die Nachfrage auch größer ist, weil nicht umsonst kriegen bestimmte Spiele wie ein Zombicide halt mit ihren 4 Millionen Dollar, die sie halt, was kein Crawler ist, aber ich meine, wir haben es ja trotzdem in der Liste drin, wir sind jetzt mal so fair und nehmen es trotzdem mit rein. Aber nicht umsonst nehmen die natürlich so viel Geld ein. Auch ein Brimstone hat ja auch wie viel eingenommen? 1,4 Millionen, meine ich. Ja, genau. Und ich meine, das ist ja schon ein Indiz dafür, dass Leute darauf abfahren und nicht gerade wenig, weil ich meine, 1,4 Millionen kriegst du so schnell nicht zusammen mit 4 Bäckern oder sowas. Ne? Das ist also. Ich glaube aber, dass die Verkaufszahlen von Imperial Assault und Descent 2 das locker toppen. Ja, locker. Ja, gut, aber Descent hat erstens mal einen Namen im Vorfeld, wo Descent 1 schon dabei ist, wo du allein schon die alten Fans abholst. Ich meine, du hattest es auch, obwohl, wie du gesagt, du es beschissen findest, das darf man jetzt auch nicht vergessen. Ja, ich teste ja alles und dann schmeiß es trotzdem. Imperial Assault ist ein reines Franchise-Ding. Das Ding würde nie so gut abgehen, wenn da nicht Star Wars draufstehen würde. Da sind wir uns jetzt mal wirklich ganz einig. Weil das ist vom System her schon ganz cool, aber jeder würde dann sagen, ey, wieso soll ich mir ein Imperial Assault kaufen? Ich habe doch ein Descent 2. Ja, das würden, also das ohne Star Wars würden das sicherlich viele sagen. Deswegen ist es ja auch genau. So ein cleverer Schachzug quasi von Fantasy Flight gewesen. Aber ich würde dir auch recht geben, wenn das einfach nur ein normales Sci-Fi-Setting ist, juckt das keine Sau. Naja, genau. Aber wie gesagt, also ich habe zumindest jetzt auch gerade aus subjektiver Perspektive würde ich schon sagen, Koop-Spiele sind halt auch, weil du einfach mit einer Party das Erlebnis einfach besser genießen kannst, finde ich halt. Klar gibt's immer noch Leute, die sagen, okay, scheiß auf Freunde, ich kann auch Leuten die ganze Zeit ins Gesicht kacken. Ey, ist immer mit der Tür ins Kreuz. Das gibt's natürlich auch, das muss man halt auch leider so sagen, die dann auch entsprechend solche Spiele ja mehr feiern, aber ich mag das halt einfach mehr in der Gruppe, ne? Alle Overlord-Spieler sind Soziopathen. Ja, genau. Ja, sind wir doch ganz ehrlich, ich meine, wir sind hier reiserisch wie Sau, den können wir auch mal einen anständigen Satz loslassen, ist doch so. Und jeder, der jetzt zuhört und sagt, der Kevin, der hat keine Ahnung, ja, guck, hast du schon mal mit mir geredet? Nee, guck, Soziopath läuft. Ja, damit nein, ist Quatsch. Leider unsere Stammhörerschaft sowas von ausgedünnt, jetzt, aber jetzt gut. Jetzt ist es dünn, ja, genau, nein, Quatsch. Nee, ist ja Blödsinn, aber ich also es ist auch wirklich nur eine rein subjektive Wahrnehmung. Ich mag halt lieber das Erlebnis und ich glaube, so geht's aber schon auch vielen im Großen und Ganzen, weil ich meine, wie gesagt, wir haben es vorhin ja auch gesagt, dieses Erlebnis ist schon anderes, ob du gegen einen Spieler verlierst oder gegen das Brett. Gegen das Brett kannst du dich zusammen aufregen, gegen einen Spieler kannst du dich mehr oder weniger nicht zusammen aufregen. Das ist halt auch so der Punkt, ne? Und das ist halt so ein bisschen, glaube ich halt, wie gesagt, so dieses Party-Erlebnis. Und ich meine, Brettspiele sollte man halt auch irgendwo im sozialen Rahmen spielen und nicht wie ein Talisman zum Beispiel digital oder so. nur ein kleines... Hey, aber da alle reingehauen. Sehr schön. Wollten wir nicht eigentlich auch darüber diskutieren, ob Talisman nicht eigentlich auch ein Crawler ist mit einer Katakombenerweiterung? Ja, genau, stimmt. Der hat mehrere Gebiete, das ist richtig, ja.
Nein, Quatsch. Aber also für mich würde ich sagen, sind klar die kooperativen Crawler im Rennen für mich nur noch. Ich habe keinen Bock auf Anti-Spiele, bin ich auch ganz ehrlich. Deswegen würde ich für mich auf jeden Fall die Frage mit lösen kooperative Crawler die Overlord-Crawler ab mit Ja beantworten, einem dicken, fetten Ja. Die Flo's Meinung haben wir, glaube ich, kaum gehabt bis jetzt. Das ist gut möglich, ja. Oder? Ich habe ja, ich habe damit angefangen, du fehlst noch. Ich habe ja gemeint, es wird immer einen Markt für beide geben. Ja, das stimmt, ja. Und es wird, also egal, ja, wie ich subjektiv bin. Ja? Achso, ja, ach so. Egal, wie ich subjektiv eingestellt bin, immer nach unten. Hast du gesagt, was du magst ja auch Koop-Crawler mehr. Also für mich ist Overlord tot, aber ich glaube nicht für die Welt. Nee, das glaube ich nicht. Na gut, dafür gibt es ja auch immer eine Nische, ne? Das ist schon klar. Also selbst wenn es, und die Nische ist in dem Fall ja auch bestimmt groß genug, wie man es ja sieht durch die Send. Und wenn es, wie gesagt, nur, aber ich glaube halt, wie gesagt, dass er auf jeden Fall kleiner wird oder kleiner ist als die kooperative Crawler-Schiene. Denke ich mal. Ja, aber es ist schon mal die Zahlen halt weggemacht. Also Overlord-Crawler sind weniger als Kooperative meinst du, gefühlt. Genau, ja, ja. Ja, ja. Ja, glaube ich halt nicht. Also, aber wie gesagt, das kann ich auch mit Zahlen nicht untermauern, das ist nur so eine Einschätzung. Also fest steht auf jeden Fall, dass die Wurzeln des Genres länger zurückreichen. Ich meine, den dicken Wumms hat es ja dann erst ab 2010 gegeben und da explodieren die Spiele ja quasi. Ich meine, allein was dieses Jahr noch kommt, ne, da haben wir ja allein Sword and Sorcery, Perdition's Mouth, Gloomhaven und Massive Darkness wird 2017, also von den Zombies halt machen, dann nächstes Jahr noch kommen. Aber zum Beispiel gibt es auch bei den Overlord-Crawlern, ja, ich bin noch nicht ganz sicher, ob es da wirklich mit rein zählt als Crawler, aber The Others lässt ja immer noch auf sich warten. Also das Genre ist genauso da und das Ding hat ja auch richtig Kohle eingespielt. Also gefühlt würde ich immer noch sagen, dass diese Overlord-Crawler nicht so den Massenmarkt bedienen, sondern da eher sowas wie Descent and Imperial Assault halt richtig abgreift, auch so aufgrund der Zugänglichkeit, aber ja, also mich freut es persönlich total, dass die Koop-Crawler halt entsprechend eine starke Renaissance erfahren haben seit den letzten 5-6 Jahren. Da war ich nicht so von ausgegangen. Und für mich persönlich ist auch klar, dass das Spielerlebnis, was mir die Gegeneinander-Crawler halt servieren, das, was es nur obendrauf gibt, ist die Schadenfreude gegenüber des anderen oder gegenüber der anderen, wenn ich der Overlord bin. Und das brauche ich halt nicht. Und dieses Gefühl, zusammen halt Abenteuer zu erleben, weil ich ja sonst auch immer Overlord war, das servieren mir diese Koop-Crawler halt perfekt. Natürlich nicht alle. Und deswegen gibt's für mich kaum noch Daseinsberechtigung. Deswegen liebäugel ich ja immer noch damit, Imperial Assault jetzt eben letztendlich doch zu verkaufen, weil ich spiel's einfach auch nicht mehr. Das war am Anfang ganz nett und dann sehe ich aber auch, so viel Neues ist da einfach nicht drin. Und ein Brimstone macht mir einfach, das fand ich ja vom Marco Wargamer, der Marco Arnaudo, der seinen eigenen Channel hat, der hat es ja auch gut zusammengefasst, als er Imperial Assault reviewed hat und mit Descent 2 gegenübergestellt hat, der fragte dann ja, also wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich lieber Descent 2 oder Imperial Assault spiele, würde ich ihm antworten, Shadows of Brimstone. Und das fasst es für mich eigentlich perfekt zusammen. So sieht es nämlich bei mir auch aus. Ja, vollkommen zu Recht auch, wenn wir ganz ehrlich sind. Und jeder, der was anderes behauptet, ist eh selbst schuld. Der hat es noch nicht gespielt. Ja, und insofern färben wir natürlich jetzt ein bisschen vor, aber dann könnten wir ja prinzipiell schon fragen, bevor wir dann so über die Zukunft noch ein bisschen fachsimpeln, so als abschließende Gedanken.